Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Heute helfe ich einer alten Dame zwar nicht über die Straße, aber ich helfe ihr in diesem Jahrtausend endlich mal anzukommen. Und damit recht herzlich willkommen bei Train Dreams. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, so auch heute. Und es geht im Hintergrund, sehen wir schon, um eine V200. Und zwar ist das die alte zuverlässige. So habe ich sie immer schon genannt auf meiner MOBA. Die alte zuverlässige, egal was ich gemacht habe, egal wie verschmutzt meine Gleise gewesen sind, egal was für Probleme anlag, was nicht funktioniert hat, ob das eine Weichenzunge war, die nicht richtig ging, ob das irgendwas war, ob das die Testfahrten bei meinem Radreiniger gewesen ist. Die alte zuverlässige ging immer. Und jetzt schaut mal im Hintergrund, wie ich mit der alten zuverlässigen umgegangen bin. Da kommt Dreck raus bis zum geht nicht mehr. Viele werden es vielleicht kennen oder manch einer ist vielleicht nicht ganz so nachlässig, wie ich das bin damit. Und zwar habe ich da wirklich, ich sag mal nicht kiloweise, das ist ein bisschen Quatsch, aber wirklich flockenweise den Dreck rausgeholt und habe mir eben diese alte zuverlässige mal vorgenommen, dass ich sie in diesem Jahrtausend ankommen lasse. Die ist ja nun wirklich schon alt. Und ich bin beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie gut das läuft. Ich habe manch moderne Lok, wo du sagst, die zickt ja nur rum. Oder wenn ich das von euch manchmal höre, wenn ihr euch neue Loks kauft und dann kommen immer, na, die läuft nicht richtig, die zickt, die ruckt, die macht dies und die macht jenes. Die ging immer. Egal was war. Aber natürlich möchte ich sie jetzt auch ankommen lassen. Diese Lok hat schon einen Decoder drin, ist klar, sonst hätte ich sie nicht fahren lassen können. Ich fahre ja digital mit meiner Z21, habe aber die gesamte Optik mir vorgenommen. Nicht die gesamte Optik, hier muss ich mal eine kleine Einschränkung machen. Die Lok wird von mir in einiger Zeit auch umgestaltet werden, das heißt optisch, die wird lackiert werden. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, das wird natürlich mal ein separater Vorgang werden, den habe ich nicht gemacht. Ich wollte sie erstmal auf jeden Fall warten. Darum geht es heute auch, wie ich die Lok gewartet habe, wie ich sie demontiert habe. Ich habe sie eigentlich in, ja, eigentlich ist eine Einschränkung, ich weiß, aber in viele, viele Einzelteile bis hin zu den kleinsten Zahnrädchen zerlegt. Aber das werden wir gleich alle sehen. Und sie bekommt eben auch entsprechend LED-Lichter rein. Sie bekommt die Magnetkupplungen rein. Das könnt ihr euch in dem Fall angucken mit. Und ihr seht auch schon mal, wie es da drin in dem Getriebe aussieht. Oder auch ringsrum. Ich hatte ja schon so viele Flocken rausgelesen. Und wenn wir jetzt mal hier reinschauen, wie das da aussieht. Also das ist keine Freude gewesen. Mir tat sie irgendwo so richtig leid. Und jetzt habe ich mir endlich mal gesagt, im Zuge, wo ich die Magnetkupplung in die Wagen einbaue. Das hatte ich ja schon gesagt. Da mache ich ja jetzt so Schritt für Schritt, Wagen für Wagen. Zum Thema verlinke ich euch mal oben in der Ecke. Habe ich ja letzte Woche ein schönes Video zu gemacht, wie ich dann die Wagen einbaue. Hier sehen wir es jetzt, wie ich es in die Lok mal reinmache. Ich habe an diesen Kupplungsaufnahmen eigentlich nichts verändert. Ich muss das mal so wieder mit eigentlich sagen, weil man vorhin, ich weiß gar nicht, habe ich es eingeblendet, zweimal mit der Feile vorne habe ich nur ein Grad abgemacht. Da habe ich nichts verändert oder sowas. Damit die schön beweglich sind, habe ich lediglich bei den Magnetkupplungen einen kleinen Schlitz rein gefeilt, damit die sich in sich noch ein bisschen besser bewegen können. Aber das ist so minimal, dass es fast gar nicht der Wert wäre oder wert wäre, überhaupt darüber zu sprechen. Wichtig ist, was man im Hintergrund sieht, ich habe jetzt die wichtigen Teile, die Fahrteile, habe ich jetzt in ein Ultraschaltbad geschmissen. Hier habe ich, weil alles so jämmerlich verdreckt war, mache ich das nicht mit Wasser, sondern ich habe es mit SR24 gefüllt. Also, was heißt gefüllt? Unten so, dass es abgedeckt ist damit. Und habe das natürlich dann wieder zurückgekippt, damit ich es für die nächsten Sachen aufheben kann, weil das durch ein Sieb habe ich das gekippt. Habe ich das noch hier? Ja, guck mal. Ich weiß gar nicht, ob man das... Entschuldigt, wenn ich aus dem Bild gerade rausgerannt bin. Hier habe ich so ein... Seht ihr das? Das ist vom Resindruck. Das ist so ein kleines Sieb, dass man das Resin wieder zurückkippen kann. Und hier ist so ein... Ja, so ein, also hier sind Trichter und hier ist ein Sieb. Naja, gut. Ist egal. Und dann kippe ich das wieder zurück und dann kann ich es wieder weiterverwenden. Und habe erstmal eine Grundreinigung gemacht und habe erstmal die ganzen Teile da mir vorgenommen. Und wir sehen, ich habe jetzt im Anschluss, das sieht fast genauso aus, habe ich Wasser verwendet. Das heißt, ich spüle das. Da habe ich einen einzigen Tropfen Spüli reingemacht. Das reicht vollkommen aus. Und wir werden gleich sehen, wenn ich es anschmeiße, ja natürlich, wie das sofort da drinnen anfängt zu arbeiten.
Wahnsinn. Also das hat richtig was gebracht und das ist auch richtig Dreck abgegangen. Das Ganze puste ich jetzt mit einer kleinen Airbrush-Pistole wieder trocken. Das macht Sinn. Obwohl die Teile schon relativ trocken waren hier an dieser Stelle, muss ich dazu sagen. Und auf jeden Fall, und diese kleinen Ringe, ja, da musste ich natürlich aufpassen, die sind mir weggefallen. Nicht weggefallen, die lagen auf dem Tisch. Dass sie nicht wegkommen, wollte ich eigentlich jetzt gerade damit sagen. Nicht, dass sie mir weggefallen sind, ein Quatsch manchmal, was man so erzählt, ne? Und das ist ja doch relativ wichtig. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch Uli, komm, mach doch einfach mal noch die ganzen Getriebe auf und siehe da, in den Getrieben selber sieht man ja diesen ganzen weißen Schmutz, das war mal Fett. Und ja, nee, das kannst du auch nicht lassen. Wenn du dir jetzt schon die Arbeit machst und hast alles auseinandergebaut, komm, ab damit, rein dafür. Hier habe ich allerdings nur Wasser und Spüli verwendet, auch wenn das eben anders aussah. Das war so ein kleiner Behälter von was anderem. Und habe jetzt die ganzen Zahnrädchen mir nochmal vorgenommen und habe die sogar zweimal ja, durch den Ultraschallreiniger jagen müssen, weil das wirklich so fest war da unten dran. Und habe dann jetzt eben die ganzen Zahnräder gleich mitgemacht bei der Gelegenheit. Und ja, wenn man es einmal aufhat, obwohl das eine Arbeit ist, die mache ich sonst nie. Wenn ich Loks habe, die halbwegs gewartet sind, da fliegen teilweise die ganzen kompletten Rad- oder Drehschemel da unten rein. Die baue ich gar nicht auseinander, die fliegen einfach ins Ultraschallbad rein. Dann werden sie ordentlich trocken gelassen oder werden wir hier trocken gepustet. Hier war es ein bisschen nasser, da sieht man, dass man hier das Wasser wegspritzt. Und entsprechend dann kann ich die wieder einbauen und muss gar nichts groß auseinander machen. Tropfen Öl oben drauf und die Sache ist erledigt. Und hier musste ich sogar noch mit einer kleinen Bürste noch ein bisschen nachhelfen, obwohl ich es mehrfach gereinigt habe. Das war eben so fest schon alles. Und da tat mir eben die gute alte Zuverlässige ein bisschen leid, ja, dass ich die so jahrelang, kann man schon sagen, mir gar nicht vorgenommen habe. Weil die lief halt immer, da musste nichts gemacht werden. Während ich bei meinen kleineren Loks, die musste ich immer mal warten zwischendurch, weil sie irgendwo nicht so richtig rollen wollten, weil sie rumgezickt haben. Und ja, nun sieht das natürlich wieder vernünftig aus. Hier habe ich so einen kleinen Ölstift, nachdem es zusammengebaut worden ist, und gebe auf jede Seite tatsächlich nur einen einzigen Tropfen Öl rein. Also jetzt nicht ins Ölbad gesteckt oder sowas, sondern wirklich ein einziger Tropfen. Das reicht, das wissen die meisten von euch sowieso selber, vermute ich mal. Die es nicht wissen, hören es jetzt von mir und können es natürlich so machen, wie sie es wollen. Aber ich sage, ein Tropfen reicht da völlig aus. Ansonsten sammelt man bloß wieder haufenweise Staub auf von der Modellbahn. Das bringt's nicht. Hier vorne sehen wir die Magnetkupplung, wie sie angebracht ist. Und die wird lediglich, weil die Frage hatte ich in den Kommentaren, ich blende es mal kurz ein, dass, wie man das macht. Ich habe das wirklich lediglich von der Magnetkupplung nach hinten gezogen, zu denen, wo die Kabel angelötet wurden für die Stromaufnahme. Und dann kommen oben am Decoder separat gar nicht an. Ja, die Kabel, Entschuldigung. Sondern es wird alles in diesem einen Block da unten reingelötet, so dass eben nichts mehr drückt. Man muss natürlich gucken, wie man die Kabel verlegt. Da muss man seinen Weg finden irgendwo. Und ich habe auch zwei, dreimal die Kabel legen müssen, habe jetzt zum Schluss die Kabel so bei den Rädern mit lang geleitet. Ja, und habe oben mit einem Tropfen Kleber, da habe ich hier so einen UV-Kleber ganz, ganz wenig drauf gemacht, damit die Kabel eben nicht in die Räder reinhängen. Habe ich gerade eins hier? Nee, habe ich jetzt nicht mehr. Aber ist ja auch egal. Geht jedenfalls wunderbar. Wer mehr dazu wissen möchte, lasst es mich gerne wissen. Dann kann ich euch dazu noch mal was machen. Ich mache auch gerne noch eine Aufnahme, um euch das Ganze zu präsentieren, wie das funktioniert und wie ich es gemacht habe. Ja, ich bin ja hier nicht der Heil-Sachen hat. Hier baue ich die LED-Lampen ein. Schön vorsichtig, die werden ganz, ganz leicht, habe ich mit einem kleinen Bohrer so die... Also erstmal habe ich alles rausgebaut, habe die Lichtleiter rausgenommen, die brauche ich ja nicht mehr. Und habe dann entsprechend die LED oben eingesetzt und habe die von hinten eingeklebt mit UV-Kleber. Das heißt, ich habe da einen Tropfen drauf gemacht, habe die LED angelegt, habe die mit einem Zahnstocherchen da festgehalten und habe dann mit UV-Licht das Ganze dann verhärtet oder ausgehärtet und das passt irgendwo schon. Und ja, das Wichtige ist, bei unseren kleinen Spur-Ends, das werdet ihr selber wissen oder auch schon zigmal gehört haben, das Verlegen der Litzen. Es reicht nicht, wenn man sie einfach unten hinweglegt. Das muss ich aus eigener Erfahrung jetzt sagen. Dann reiben schon beim Zusammenbau die Teile da oben, wo die Schnecken unten drunter sind. Das reibt dann schon. Das ist hier ein bisschen schlecht zu sehen. Also man muss sie wirklich ganz am Rand langlegen.
damit das nachher nicht stört irgendwo. Weil unsere Spur N-Loks ist ja fast genauso schlimm wie bei der Spur Z. Da kämpft man wirklich um jeden Millimeter, teilweise weniger als ein Millimeter, weil eben so eine Litze ist weniger als ein Millimeter. Stört aber schon, wenn man sie falsch verlegt, dass das dann eben hier bei den Schnecken diese Abdeckung, ne, die haben dann oben gerieben, wo ich die Kabel da langgelegt habe und habe das dann nochmal verändern müssen, dass die ganze nach außen hinkommen. Hier rechts und links waren ja die Lampen eingebaut und die habe ich natürlich rausgenommen und an die Stellen, wo die Fassungen angelötet waren, habe ich dann die Litzen angelötet für die LEDs und die habe ich alle in Serie geschaltet. Die habe ich also nicht separat eingemacht. Das hat den Nachteil natürlich, wenn man, oder vielleicht mal ganz kurz, was ich im Hintergrund mache. Ich lasse jetzt mein Fahrgestell meiner V200 auf meinem Tisch fahren, da ich ja den Strom einspeisen kann über die Magnetkupplung. Das habe ich hier gerade gemacht. Und hier sehen wir es. Auf der linken Seite, die Kabel, das habe ich nachher noch weggemacht. Die verlaufen da an der Mitte lang. Das funktioniert nicht. Ich habe mich gewundert am Anfang. Ich denke, meine Herren, warum lenkt denn das unten nicht richtig? Andauernd ist mir dieses Fahrgestell da aus der Schiene, aus der Kurve rausgehopst, bis ich festgestellt habe, aha, das schleift da oben. Also ganz nach außen legen, die Kabel, und dann kann man die hinten wieder zusammenführen. Wenn ich dran denke, füge ich mal noch ein Bild ein, wie es jetzt aussieht. Ich zeige immer hier drüben, weil die Lok habe ich nämlich gerade offen. Und da, wie man, auch die ist Einzelteile mit Kabeln, das kann ich jetzt hier nicht halten, da mache ich mehr kaputt. Sie funktioniert genauso, wie sie da steht. Ohne Probleme. Hat Spaß gemacht und gab kein Problem. Es war alles leichtgängig, alles gut. Aber wie gesagt, dieses Fahrgestell konnte oder das Drehgestell konnte nicht hundertprozentig, sondern vielleicht nur zu 95% rumlenken. Da ich aber hier alles oder fast alles R1 habe, bei mir R1 Radius auf den Gleisen, war das nicht wirklich möglich, dass das 100% rumlenkte. Und dann hatte ich in seltenen Fällen, ich sag's mal auch wirklich so, in seltenen Fällen, dass mir eins von diesen Radbahnen oder ein Radsatz rausgehopst ist aus den Gleisen. Das habe ich jetzt behoben, indem ich, wie gesagt, die Kabel nach außen gelegt habe und somit reibt und schmörgelt da nichts mehr vor sich hin und alles passt irgendwo. Ja, das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch vorne gar nicht festgestellt, weil eben alles leichtgängig gewesen ist. Ja, da unten, wenn man das so hin und her macht, habe ich wirklich erst gesehen beim Betrieb. Die 5% da oder was auch immer, das hat eben schon gereicht, um den R1 nicht mehr zugänglich zu machen. Wer natürlich ein R2, 3, 4 fährt, wird das gar nicht merken. Muss aber nicht sein. Jetzt guck doch mal, wie schön die LEDs aussehen. So macht das doch Spaß. Vorher war das so ein trübes Licht da unten drunter. Das sah alles ein bisschen murksig aus. Und jetzt habe ich da eben eine schöne, helle Beleuchtung, die auch passend zu meinen anderen Loks ist, die ich schon umgebaut habe, die auch das helle Licht drin haben. Der Lichtwechsel funktioniert super. Was ich nicht habe, ist auf der Rückseite ein rotes Licht. Das hätte ich zwar einbauen können, weil der Platz ist vorhanden, wollte ich aber nicht, weil das ist ja nur wirklich sinnvoll, wenn man die Lok einzeln fährt. Eine Lok mit Rücklicht gefällt mir nicht, wenn sie Wagen hinten dran hängen hat. Das passt alles nicht so richtig, aber ist ja auch egal. Mir reicht es, wenn die vorne die drei Spitzenlichter hat. Die beiden unteren leuchten schön hell als Scheinwerfer und die oben in der Mitte, die leuchtet etwas dunkler. Ja, und das sieht natürlich dadurch schick aus, wenn die einen so entgegenkommt. Ich versuche mal noch später, wenn ich komplett fertig bin. Eigentlich will sie erstmal noch lackiert werden, muss ich ehrlich sagen, wenn sie schön nachher aussieht. Aber hier sieht man es, die Kamera übertreibt es wieder ein bisschen mit dem Licht, das ist klar. Wenn unten noch ein bisschen was rausscheint, auch manchmal aus dem Gehäuse der Lok, ist das auch nicht weiter schlimm, weil das wird von innen auch noch alles geschwärzt, sodass nach innen gar nichts mehr abstrahlen kann. Und schaut es euch mal an, wie sie fährt. Hier ist das noch so mit diesen noch nicht umgebauten Drehgestellen unten drunter. Ja, hier ist das, aber da, sie läuft, ist überhaupt kein Problem. Aber in einzelnen Fällen passiert es, und wenn man das gleich von Anfang an ausmerzen kann, sollte man es natürlich tun. Aber ich finde wieder mal ein schönes Fahrbild. Macht Spaß, die ganzen Wagen, die hier rechts stehen und noch mehr, sind alle schon umgebaut jetzt auf die Magnetkupplung. Das heißt, da kann ich alles schon dranhängen, das passt alles irgendwo, weil ich kann ja die normalen mit den normalen Hakenkupplungen nicht mehr verwenden. Ja, ich muss ja eben alles, was so magnetisch ist, und ich verwende natürlich jetzt wieder, damit man sieht, dass eben alles funktioniert mit der Stromübertragung, meine Donnerbüchsen von da oben, da sieht man, die sind ja wirklich unbarmherzig. Wenn da irgendwo die Stromaufnahme nicht richtig passt, dann geht es nicht halt aus oder wie auch immer. Ist zwar ein Kondensator verbaut, dass das eben langsam ausgeht, aber trotzdem würde man es halt sehen, ja. Und da war, glaube ich, das erste Mal das Rad ausgehangen, was ich gerade vorne eben an der Lok einhängen musste. Da habe ich mir aber noch nichts bei gedacht. Da habe ich gedacht, ich habe die nicht richtig aufgegleist. Ja, ist halt so, ja, da habe ich bloß gesehen, aha, guck mal an, hier, da, genau, hier sitzt was nicht richtig,
Gut, der Fehler kann ja auch natürlich immer oder liegt ja meistens bei mir oder liegt ja auch komplett bei mir. Aber in dem Fall habe ich eben gedacht, naja gut, nicht richtig aufgegleist. Aber jetzt läuft sie wieder. Ja, jetzt gibt es wieder kein Problem. Jetzt ging es ganz normal rum. Das sind also selten auftretende Fehler. Und das liebt man ja sowieso, oder? Sporadisch auftretende Fehler, das ist wie in der Computerbranche, in der ich arbeite. Wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, mein Rechner geht manchmal nicht an oder dies und jenes. Ja, sporadische Fehler, ne? Das bringt nicht. Auch hier jetzt, was ich da wieder aufgleise, auch das ist dieser Fehler. Dann ist die Lok nämlich auf der linken Seite leicht rausgesprungen und hat jetzt auf diesem Radreiniger, ist die schief draufgefahren. Ja, und deswegen ist das dann rausgesprungen. Ich habe es nicht rausgeschnitten, ein Video, warum auch. Kann man ja ruhig sehen, dass eben auch manchmal Umbauten Probleme bereiten, nachdem man fertig ist. Das werden die meisten kennen. Also es wäre zu schön, wenn alles immer auf Anhieb funktionieren würde. Muss ich mal ganz ehrlich gestehen, das wäre ja fantastisch, wenn es nie Probleme geben würde, wenn immer alles geht. Jetzt habe ich es natürlich nochmal rückwärts probiert und das läuft. Auch rückwärts. Gut, ich weiß nicht, ob das jetzt dadurch auf die andere Seite mehr einschlagen kann oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Funktioniert es und der Fehler, wie gesagt, ist gerade nicht. Und ja, aber es unterm Strich, ich habe den Fehler ja nun behoben, funktioniert gut und ich finde, sieht auch richtig schmuck aus, schön mit der Führerstandsbeleuchtung. Das wird, weil das ist ja oben nur so ein Plexiglasstreifen, der das beleuchtet, den werde ich, wenn ich die Lok dann mal lackiere irgendwann, werde ich den auch so leicht gelb überlackieren, sodass die Führerstandsbeleuchtung so ein bisschen diffuser, so ähnlich wie bei den Wagen hinten ist, ja, so ein bisschen gelblich. Ich meine, das ist eine alte Lok, das darf man nicht vergessen. Und wenn die dann eben so völlig überstrahlt mit weißem Licht, obwohl das warm weiß ist, was ich da reingebaut habe, sieht das halt schöner aus wie in dem Wagen. Da habe ich es nämlich so gemacht, da habe ich die ganzen LEDs, schon allein damit es schön gedimmt ist, habe ich die alle mit einem Tupfen gelber Farbe versehen, vor allem von den Kanten, wo es eigentlich dann ein bisschen weißer gewesen wäre. Das passt, guckt es euch an, das funktioniert gut. Die Lampen sehen meines Erachtens richtig gut aus. Mit den Bildern verlasse ich euch schon wieder. Ich würde sagen, schaut euch die beiden Videos hier an, die ich euch noch verlinke hier hinten. Das passt alles gut zu diesem Thema. Und dann sehen wir uns nächste Woche, Freitag 16 Uhr wieder. Macht's schön gut, bis dahin, euer Uli. Tschüss.